Back in the house. Crisscross Vitamin und meine Wenigkeit zu unserem nächsten Fördertraining mit der Manuel Neuer Reklamierhand. Gut, was machen wir? Fördertraining. Wie sieht es aus? Wie üblich bei mir, wir fangen an mit einer koordinativen Geschichte. Die haben wir uns schon aufgebaut. Kombinieren das Ganze mit ein paar technischen Elementen, machen dann eine technische Übung und machen wieder einen Abschluss, wo wir ein koordinatives Element wieder hernehmen und dort wieder Gas geben, um so ein bisschen, wie schon beim letzten Mal auch und beim vorletzten Mal und beim vorvorletzten Mal angedeutet, so ein bisschen die Spielbelastung zu kopieren. Genau. Was brauchen wir zunächst? Wir haben hier eine Linie uns länger aufgebaut aus diesen vier Line-Markern. Wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, ich gehe davon aus, dass die meisten sowas nicht zu Hause haben. Stellt aber überhaupt kein Problem dar. Ihr werdet irgendetwas finden, was eine Linie ersetzt. Eine Stange, ein Stück Holz, ein paar Äste, ein paar Handtücher, die ich zusammenrolle. Irgendwo, mit was ich halt dann einfach eine Linie markieren kann. Wir brauchen wieder eine Kugel. Und fangen wir an. Genau. Was wir machen, wir werden also hier ein paar verschiedene koordinative Bewegungen durchführen. Jede Variante macht ihr zu Hause dreimal. Der Chris und ich werden uns jetzt jeweils einmal die Ehre geben, aber ihr führt dann jede Variante dreimal durch. Wir fangen an mit einfachen Sidestep hin und her und zwar mit drei Kontakten. Den Ball klemmt ihr wieder irgendwo ein. Ich muss kurz schauen, was die Technik danach war. Wir werden einfach einen Pass gegen die Wand, also einen Dropkick-Pass gegen die Wand spielen, in die offene Stellung gehen, mit einer Sohlenwende und ziehen Fußwechsel rauskombinieren und einen zweiten. Also Ball einklemmen, drei Kontakte pro Seite gehen. 1, 2, 3, damit eben jetzt der Wechsel hin funktioniert. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wenn ihr auf dieser Strecke, sagen wir mal so, weiß nicht, 6, 7 Mal hinbekommt, ist alles gut. Also. Links 2, 3, rechts 2, 3, links 2, 3, rechts 2, 3, links 2, 3, rechts 2, 3. Links 2, 3, ihr kommt dann raus, spielt den Ball gegen die Wand als Dropkick-Pass. Zack, bremst den Ball ab, macht eine Sohlenwende, macht ziehen, Fußwechsel und spielt den Ball nochmal gegen die Wand. Alles klar, dreimal. 1, 2, 3. Links, rechts, links, 2, 3, rechts, 2, 3, links, 2, 3, links, 2, 3. Das ist wunderbar. Dropkick, Pass gegen die Wand spielen. Gut. Abbremsen den Ball. Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, dann spielen. Nummer 2. Wunderbar. Ihr macht jetzt noch ein drittes Mal von der Bewegung. Noch nicht das hohe Tempo, weil ihr gerade am Anfang da stehen, sehr aufwärmen. Schaut, dass die Lauftechnik jetzt sauber funktioniert. Dass ihr schön diese drei Kontakte hinbekommt. Wir erhöhen dann im Laufe des Aufwärmens noch ein bisschen das Tempo. Nächste Geschichte ist fast eine ähnliche, nur machen wir jetzt nicht drei Kontakte pro Seite, sondern fünf. Es muss eine ungerade Zahl sein, damit ich quasi flüssig rhythmisch rüberkomme. Wir machen zwar nachher auch zwei Kontakte, aber dadurch verändert sich das Bewegungsmuster und wir gehen dann aus Kippings mehr in so einen Pferdchensprung über. Kommen wir später dazu. Jetzt machen wir also fünf. Und haben dann eben viele kleine Kontakte auf jeder Seite. Achtet darauf, dass ihr nicht gleich so nach vorne geht, weil dann komme ich zweimal hin und her, sondern dass ihr wirklich auf der Stelle diese fünf Kontakte macht. Fast auf der Stelle. Also 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dann wieder den Ball Dropkick spielen, das lassen wir jetzt immer gleich. Ab. Dann müssen wir von dieser Seite ab. Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel und Pass. Nummer 2 und 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dann der Dropkick-Pass gegen die Wand, in die offene Stellung rein, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, Pass Nummer 2. Ihr macht das Ganze dann wieder ein drittes Mal. Wir kommen gleich zu einer neuen Bewegung. Den Ball klemmen wir erneut hier ein und machen jetzt diese zwei Kontakte, wodurch das eben so ein schneller Pferdchensprung mehr wird. Weil jetzt gehe ich, und wenn ich auf der Seite anfange,
mit links, rechts rüber. Und jetzt kann ich ja diesen dritten Kontakt nicht mehr setzen, der mich vom Rhythmus her auf die andere Seite bringen würde. Dadurch wird es so ein Sprung, das wird praktisch 1, 2, 1, 2. Links, rechts, tack, 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 tack. So ein Pferdchensprung ungefähr von der Bewegung her. Den gehen wir also hin und her. Links, rechts, rechts, links. Wer Schwierigkeiten hat, macht das erstmal so genauso in dieser Teilbewegung. Links, rechts, rechts, links. Hopp, 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 hopp. Außen setzt immer auf. Ball dagegen spielen. Sohlenwände ziehen, Fußwechsel. Ball dagegen spielen. Nummer 2. Rechts, links. Hopp, hopp, bam, 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 bam. Dann verkrampft man auch ganz gerne. Dropkick anhalten dagegen. Auf eine Stellung, Sohlenwände ziehen, Fußwechsel. Nummer 2. Genau. Wir machen am Ende, wenn wir jetzt mal die ganze Bewegung gemacht haben, sage ich noch was, was man noch alles anstellen kann, um es ein bisschen schwerer zu machen mit dem Ball. Wir klemmen den jetzt immer ein, hat man ja verschiedene Möglichkeiten. Nummer 4. Also hier noch ein drittes Mal bei euch. Wir gehen in den Hopserlauf rein, machen einen Feldhopserlauf im Rhythmus 2, 3, 4 und wechseln dann immer auf die andere Seite rüber, gehen also auch wieder hin und her. Gerne hier im Stand anfangen und dann irgendwann, wenn ich im Rhythmus bin, geht es noch 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Dann wieder diesen Hockeyball dagegen spielen, das Abbremsen und Ziehen, Fußwechsel nachholen, wenn der Hopper dran geht. Eins, zwei, drei. Ab, zwei, drei, vier. Machst du es im kürzeren Rhythmus? Müssen wir mal. Wenn du startest, zähle ich nicht. Du startest, wenn du Bock hast. Eins, zwei, drei, vier. Du musst auf der Seite bleiben länger. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt war ich falsch. Jetzt habe ich dich rausgebracht. So, fangen wir an. Fangen wir von der Seite an, weil dann mache ich Spiegel verkehrt mit. Stehen und dann geht 2, 3 und 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, jetzt geht was, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, einmal noch, reicht dann schon, Lobkick passen, dann geht, ab, 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 zieh Fuß. Genau, ihr macht noch ein drittes Mal. Wer da Bewegung nicht kann, kann dann auch gerne ein viertes Mal dran setzen. Habt ihr gesehen, wenn man da praktisch eine Rhythmushilfe gibt, dann geht es ein bisschen leichter. Viele können auch noch nicht gleich loslegen, also sie können ja gleich in diese Bewegung reingehen, weil sie erstmal überhaupt in diese Feldhopserlaufbewegung im Allgemeinen reinkommen müssen. Deswegen sage ich da immer, bleibt erstmal stehen, macht es im Stand. Das kriegen die meisten dann schon hin. Und dann entscheidet ihr, wenn es losgeht. Und wenn es losgeht, dann wird schon mitgezählt. Ja? Dann geht es immer 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Diesen Rhythmus hier mitzählen auch, dann tut man sich leichter bei solchen ein bisschen anspruchsvolleren Bewegungen, wenn man noch eine akustische Hörhilfe hat sozusagen. Klatschrhythmus oder irgendwas. Vielleicht habt ihr auch Bruder, Schwester, Eltern, die sich da hinstellen und dann diesen Rhythmus ein bisschen hopp, 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 so ein bisschen euch einen Rhythmus vorgeben. Das hilft dann so ein bisschen, um in diesen Rhythmus reinzukommen. Nächste Geschichte sind die Tap-Schritte. Die machen wir auch hin und her. Hier machen wir jetzt, muss ich selber mitzählen, 1, 2, ja genau, 2 wollte ich haben. Man kann auch mehrere machen. Wir machen jetzt immer 1, 2, Wechsel, Schritt auf die andere Seite rüber. Also links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, hopp, hopp, hopp. Man kann auch alle Varianten wählen, man kann ja auch dann sagen, hier haben wir 1, 2, hopp, jetzt will ich im Hopserlauf sein. 2, 3, 4, so kann man auch machen. Aber ich finde diesen 2-Rhythmus ganz cool, wenn man dadurch so ein bisschen seitlich abdrücken muss und dann gleichzeitig so ein bisschen eine seitliche Bewegung mit drin haben muss, die ja der Fußballer ganz gut gebrauchen kann. Also, hopp, rechts, hopp, links, hopp. Und dann aus der Drehung dagegen spielen, Sohlenwände, ziehe Fußwechsel. Okay. Also.
Ja. Links zuerst aufsitzen lassen. Links, rechts, rechts, links. Ein, weg, 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 weg. Noch einen dritten Durchgang. Wir kommen schon zur nächsten Variante. Das sind, glaube ich, die Hopserläufe und die Treppschritte im Wechsel. Genau, Hopserläufe und Treppschritte im Wechsel. Das heißt, wir entscheiden uns für eine Seite, wo wir was machen wollen. Ich mache jetzt mal hier auf der rechten Seite und dann kann man aus dem Hopserlauf-Rhythmus starten. Und dann gehe ich in den Treppschritt-Muster über auf die andere Seite und wechsle wieder rüber. Und dann muss man versuchen, auch wieder diese Teilbewegungen, die ja unterschiedlich sind, von der Koordination, von der intramuskulären Koordination her zu kombinieren. Also, entscheidet, wann ihr loslegen wollt, und dann geht's los mit Tap, to, Hopser, Lauf, to, Tap, to, Hopser, Lauf, Tap, to, Hopser, Lauf, und Tap, Tap, und Hopser, Lauf. Ihr könnt auch gerne dann den Hopserlauf hier drüben, habe ich am Anfang auch gemacht, verlängern, vom Zählen her, also ein bisschen da stehen, und dann macht ihr durch links, rechts, Hopser, Lauf, und dann bleibe ich erstmal wieder im Rhythmus und konzentriere mich darauf, ehe ich den nächsten Schritt gehe. Wenn ihr das schon könnt, dann versucht ihr hier mit 2, 3, 4 auch wieder rüber zu gehen, geprellt zu bleiben. Also 1, 2, 1, 2, 3, hopp, hopp, 1, 2, 3, hopp, hopp, 1, 2, 3, hopp, hopp. Und der Rest ist klar. Wie ihr das spielen, ihr könnt euch natürlich dann auch, wenn wir was selber ausdenken, sie den Fußwechsel haben wir gemacht. Kombinationen sind nach der Sohlenwende erlaubt. 1, 2, so den rechten Fuß noch drüben aufsetzen, dann wäre es gut gewesen. Rechts aufsetzen und Hopserlauf übergehen. 2, 3, 4. Links aufsetzen, zurück, Hopserlauf. Gut. Links, rechts, zurück, Hopserlauf. 3, weg, 2, 3, 4, weg, weg, 2, 3, 4, links, rechts, rechts, 2, 3, 4, ab, ab, 2, 3, 4, und dagegen spielen. Wunderbar. Auch hier wieder einen dritten Durchgang. Letzte Variante, wir machen einbeinige Tap-Schritte hin und her. Wir starten auf der rechten Seite, beim zweiten Durchgang dann auf der linken Seite. Da merke ich gerade, dass dann deswegen die Zahl 3 in den Wiederholungen keinen Sinn macht. Das heißt, bei dieser Variante macht ihr 4 Wiederholungen, weil dann haben wir nämlich beide Füße sozusagen zweimal. Tap-Schritt im Stand, links geht immer hin und her. Also rechter Fuß fängt an und dann geht 1, 2, aufsetzen, 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 aufsetzen. Und dann wieder diesen Rockball dagegen spielen, so Lände, ziehe Fußwechsel, Rockball dagegen spielen. Was man auch noch machen kann, wir haben jetzt praktisch mit Aufsetzen, Aufsetzen gemacht. Das Ganze noch ein bisschen schwieriger wird es machen, wenn man jetzt hier kleine Hürden hat oder eine kleine Höhe. Und wir würden nicht Aufsetzen, Aufsetzen machen, sondern wir setzen nur links auf der Seite ab. Also nur hopp, 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 hopp. Wollen wir aber nicht, wir machen hin und her. Du bist auf der anderen Seite dran. Ja. Rechts, rüber. Ab, 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 ab. Tap, 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 tap. Gut. Wunderbar. Okay, ihr macht also jetzt von der Wiederholung noch Nummer 3 und Nummer 4, damit eben beide Beine gleich hohe Anzahl an Wiederholungen haben, und dann sind wir mit dem Aufwärmen auch schon durch. Danach 2-3 Minuten Pause, was trinken, und wie beim letzten Mal auch schon angedeutet, wer möchte, kann sich natürlich andehnen. Dazu würde ich empfehlen, das zweite Fördertraining, das wir hier in unserem YouTube-Kanal letzte Woche hochgeladen haben, euch nochmal anzuschauen. Da kriegt ihr ein paar Ideen, und dann teile ich euch nochmal mit, dass wir täglich 16 Uhr unter der Woche hier sind. Mit Montag, Donnerstag Fußball-Kindergarten, Mittwoch das Torwarttraining und Dienstag, Freitag dann das Fördertraining sowie natürlich
alle Technik-Challenges, jetzt habe ich das Wort schon mit Challenges, auf Instagram. Kurze Pause auch für uns und dann gehen wir in den Technik-Teil rein. Wir weiter, wir haben uns gerade noch mal beraten. Wir haben jetzt das Hütchen weggelassen, weil wir in der Übung glauben, dass es uns nur stört. Wir haben es jetzt da an die Wand gestellt, das soll nur die Höhe markieren, damit ihr wisst, da stelle ich mich ungefähr zu der Wand oder als Entfernung zu meinen Mitspielern hin. Genau, damit man eine Orientierung hat, dann eben nicht da vorne hingehen, sondern wir gehen jetzt da so auf halber Strecke ungefähr dann hinlegen, also den Ball immer auf diese Höhe und spielen zunächst mal gegen diese Wand. Jetzt wird es ein bisschen komplexer, nicht von der Schwierigkeit her der Übung, das solltet ihr alles drauf haben, aber einfach nur von den ganzen Teilbewegungen, die wir dabei haben, also von der Anzahl her. Wir spielen den Ball gegen diese Wand, drehen dann machen dann eine aufdrehende Ballannahme mit dem rechten Fuß, halten den Ball danach kurz an, schieben ihn in diese Richtung, machen eine Sohlenwende, spielen mit dem linken Fuß gegen diese Wand, gehen in die offene Stellung, nehmen mit dem rechten Fuß den Ball dahin, Schussfinte, rechter Fuß, wieder links dagegen spielen und diesen Ball, der dann zurückkommt, der letzte, den springen wir in so eine offene Stellung schräg nach vorne ein und schießen aufs Tor, das stellen wir uns zumindest vor. Also, wir gehen es mal langsam durch. Ball dagegen spielen, dann aufdrehende Ballannahme, anhalten jetzt kurz den Ball, ich schiebe ihn jetzt schräg nach oben weg, mache jetzt hier eine Sohlenwende, spiele mal mit dem linken Fuß dagegen, nehme den Ball nach vorne an, mache eine Schussfinte, spiele mit dem linken dagegen, springe ein und schieße sozusagen aufs Tor. Willst du gleich? Ja. Das ist ein bisschen zagestellt, ich glaube, das ist besser, gell? Ja, das ist ganz gut. Also rechts dagegen spielen, rechts aufdrehen, anhalten, Schiebekontakt. Sohlenwende, linker Fuß, rechts nimmt den Ball mit, Schussfinte, rechter Fuß, links spielt den Ball gegen, rechts einstehen, nicht auf mich schießen. Wunderbar. Genau, dieses Einspringen, das kriegen wir jetzt hier, also diese letzte Geschichte, diese einspringende Geschichte, Ballannahme in die offene Stelle nach vorne weg, vom Gegner weg, also wenn dann hier der Ball von vorne kommt, oder von der Seite auch immer, und die Gegenspieler kommen dann jetzt, täusche ich quasi diese Bewegung ab, springe ein, schiebe ihn jetzt so seitlich weg, kann ich voll den Schwung mitnehmen, der Gegner schiebt raus, er muss dann auf diese schnelle Bewegung reagieren, das kriegt er kaum hin, kann ich super abschließen oder das Spiel fortsetzen, wunderbar. Haben wir jetzt hier natürlich nicht den optimalen Raum dafür, deswegen ist klar, dass wir jetzt nicht in vollem Tempo gehen können. Wer die Möglichkeit hat, aus dem Garten dann richtig da Stoff zu geben, der springt ein, schiebt an, macht einen schnellen Schritt und schließt ab. War blöd. Nochmal. Auf den Arm. Schiebe. Zurück. Ab. Mitnehmen. Schuss. Ab. Ab. Einspringen. Schießen. Vierter durch. Auf den Arm. Schieben. Ab. Zack. Einspringen. In die offene Stellung. Jetzt würde ich schießen. Okay. Du hast vier, gell? Ich habe vier, sehr ja, genau. Oh Gott. Tschüss, Dani. Sind wir wieder da. Schieben. Sohlenwende. Links. Mitnehmen. Einspringen. Links. Offene Stellung. Übergeben. Wir haben jetzt, wie viel gehabt? Sechs. Sechs haben wir gemacht. Okay, machen wir noch.
Zeit nehmen. Das wiederhole ich. Und dann geht's. Ja, alles safe. So. Ja, 7 Wiederholungen also von der Übung. Wir sind ja immer zu zweit, das heißt, wir machen es zügig hintereinander. Ihr lasst euch, wie gesagt, immer Zeit ein bisschen dabei. Entspannt euch, schnauft vor jeder Wiederholung durch. 5-6 Mal, damit ich dann wirklich in der eigentlichen Bewegung auch ein bisschen Stoff geben kann. Sofern natürlich die Techniken bekannt sind. Wem das noch nicht der Fall ist, der macht es halt einfach natürlich ein bisschen langsam, ist klar. Und haben wir beim letzten Mal schon gesagt, versucht dann innerhalb dieser Variante Stück für Stück schneller zu werden. Nächste Geschichte. Wir spielen den Ball wieder gegen die Wand, machen dann eine Ballannahme hinter dem Standbein weg und enden mit der Sohlenwende. Da merke ich aber schon, da passt es. Schauen wir mal kurz. Also was ich mir gedacht habe, wir spielen den Ball gegen die Wand, stellen ihn den Ball wieder ein, machen ihn aber jetzt, ziehen Fußwechsel als Bewegung noch mit rein, sonst funktioniert es nicht. Sohlenwende nach oben, dann wiederum anschieben nach oben eigentlich. Sohlenwende, die Schussfinte bleibt gleich. Ob dieses Auftaktbremsen bleibt auch gleich. Also Ball dagegen spielen, hinterm Standbein reinziehen, ziehen, Fußwechsel anhalten, schieben, Sohlenwende. Der Rest ist das, was wir vorher auch schon hatten. Also Ball dagegen spielen, hinterm Standbein reinziehen, links, rechts anhalten, Schiebekontakt, Sohlenwende, spielen, mitnehmen, Schuss finden, spielen, Aufwärtssprung rechts, gegen. Nummer 3. Hopp, hopp, hopp. Einmal mal gucken. Die Sergio Ramos im Elfmeter-Drama die Woche. Oh ja, der war gut. Großartig. Also. Schieben, Sohlenwende, ein, ab, mitnehmen, Schuss hinter, Schutz, linker Fuß, Auftaktsprung, ab, Tor. Eins, zwei, drei, vier, fünfter. Richtig? Nein. Doch. Doch. Ab, hinten, durchschieben, oh, der war zu weit genommen. Auftaktsprung hinten durchschieben, ziehen, Fußwechsel, Schiebekontakt, Sohlenwende, offene Stellung, einspringen, die Kaminfuß, Auftakthüpfer, Anlage. Schiebekontakt, ab, 2, 3, 4, Auftaktsprung reingehen. Wer da übrigens den Platz hat, fällt mir gerade ein, bei dem letzten Auftaktsprung, wer den Platz hat, nach vorne in die Tiefe, der kann hier wieder anspringen, schiebt nochmal an, Übersteiger Finte, Torschuss, Cristiano Ronaldo auf links einziehen, Torschuss, der kann noch einen Frontaltrick oder Ronaldo Flügeltrick dranhängen. Der geht hinten drauf. Fuß ab, ab, ab. Oh, oh, da fehlt er. Warte. Haben wir noch einen? Ich glaube schon. Ja, haben wir noch einen. Ja, machen wir nach. Ab, ab. Wunderbar. So. Genau. Kurze Pause, wieder 2 Minuten, was trinken. Und dann kommen wir zur dritten und letzten Variante. Wir spielen den Ball wieder gegen die Wand. Wir machen wieder das Aufdrehen. Machen dann zweimal Ziel Fußwechsel nach einem kurzen Anschieben. Gehen dann wieder in die Sohlenwende rein. Die Schussfinte bleibt gleich. Und ich überlege, ob wir nach der Schussfinte noch was anderes machen. Ja, springen ein und schießen nicht das Tor, sondern springen ein,
machen nochmal eine Sohlenwende raus und schießen mit dem linken Fuß sozusagen aufs Tor. Spielt der finalen Pass. Also, Ball gegen die Wand spielen. Aufdrehen, anhalten. Jetzt kurz anschieben und zweimal ziehen, Fußwechsel. Klapp, Fußwechsel 1, Fußwechsel 2. Nochmal anschieben. Sohlenwende, links, Schuss finden. Ab, links, aufzeigen, Sprung, Sohlenwende, nochmal links. Also, Ball dagegen spielen, rechts auf den Anhang, kurz nur anschieben, sofort das Ziel, Fußwechsel rein, ziehen, Fußwechsel, Schiebekontakt, Sohlenwende, linker Fuß, dann den Schuss finden, rechter Fuß, dieser, der Fuß nicht rein, spiel den Ball nochmal dagegen einfach, ab, jetzt, Auftakt, Sohlenwende, ja. Sohlenwende, aus, oben heraus, nochmal links. Schon wieder so weit. Wahnsinn. Zack, Auftakt. Sohlenwende, Bogenlauf, nicht Luft. Übrigens auch. Vierte Richtung. Zweimal, gut, nochmal schieben, nochmal Sohlenwende, links, gut, rechter Fuß, links, Sohlenwende. Ich muss sagen, es hat jetzt sehr geschmeidig ausgeschaut. Sehr vernünftig. So, ab, aufdrehen, halten, schieben, abbrechen, ab, ab, ab. Nehmen wir den Schnapp, einen Schuss für den jetzt. Besser funktioniert. Auftrag, Sohlenwende. Sehr gut, machen wir noch einen. Einen gibt noch. Oder zwei machen wir. Aufdrehen, halten, schieben, abbrechen. Ab, ab, ab. Schieben, Sohlenwende. Linker Fuß, ab. Rein, ab. Mit, ab. Dagegen. Ab, oh, okay, gut. Wunderbar. Dann sind wir durch damit. Wir machen dann eine 2-3-minütige Trinkpause. Also jeder dieser Varianten 7 bis 8 Mal. Dazwischen dann immer kurze Pause. Jetzt machen wir eine größere Pause, 2-3 Minuten. Und dann machen wir noch unsere Abschlussübung. Knackige 10 Wiederholungen, Koordination, Schnelligkeitselemente mit einbauen, mit Technik am Ende. Bis gleich. Schnell was trinken. Wieder eine Linie und machen hier Grätschen und Kreuzen im Sprung. Muss ich schauen, wir haben 5 und 5 sozusagen. Also wir stellen uns in der Grätsche schon mal drüber. Jetzt fange ich an mit einem Kreuzsprung. Kreuzen, gehe wieder zurück in diese Grätsche. 3, andere Seite. 4, in die Mitte gezählt. Das müsste ungefähr 10 sein. Was wollte ich? Also genau, dann gehen wir einfach seitlich raus. Na, ich lasse da wieder ein bisschen weiter hinter für die Geschichte. Also nach der letzten Geschichte gehen wir kurz mit dem Sidestep aus, spielen den Ball, Dropkick in die Wand, offene Stellung, Sohlenwende, spielen, fertig, mehr ist es nicht. Oder Schussfinte oder was auch immer, ist egal da draußen. Okay, davon 10 Stück mit einem hohen Tempo. Die Sprünge auch 10 Mal, also das heißt 5 und 5 müssen es sein. Nichts damit.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du kannst natürlich auch den Ball so spielen, dass du dann auf die Seite den Ball in die offene Stellung nimmst. Das ist jetzt hier nicht so entscheidend. Dritter Durchgang. 1, 2, 3, 4, 5. Vierter Durchgang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dagegen spielen. Mach ich schon. Mach nichts. Schon am Ende. Sehr gut. Nummer 5. Natürlich, ihr schnauft immer durch. Nach jedem Durchgang schon so 30 Sekunden Pause. Ja, also da kann man schon mal nicht mehr einmal durchschnaufen, sondern ein paar Mal öfter, damit ich hier wieder vor das Tempo gehen kann. Sonst werdet ihr quasi im Laufe der Wiederholungen nur müde und das wird immer schlampiger hier und das Tempo geht raus und das soll es nicht sein. Hier wollen wir schon versuchen, so schnell wie möglich diese koordinative Bewegung umzusetzen, die wunderbar für die Schnellkraft taugt, sozusagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pass auf, was ich mache. Hopp, hinten und zieh. Hopp, Fuß wechseln. Hopp, Vollwende. Mal ein neuer. Mal ein neuer. Also alles im Griff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Hopp. Auf der Stellung, auf K.O. Jetzt wird es ernst. Genau, aber damit belassen wir es. Ihr habt noch 4 weitere Wiederholungen zu machen. Wir haben jetzt 6 gemacht, 10 braucht ihr in Summe. Und ihr habt ja gesehen, bei diesen Annahmen haben wir so ein bisschen Gaudi draus gemacht. Aber klar, baut einfach selber was ein, überlegt euch da was. Ich habe mir gerade auch gedacht, dass es ja auch nicht so schlecht für Torhüter ist. Ne? Also ich kann jetzt auch den Ball, wenn der Sohlen wende, dagegen spielen und fangen ihn auf, oder? Also da ist eine Übung auf jeden Fall, die auch der Torwart ganz gut noch machen kann. Okay, damit sind wir dann durch. Wie immer der Hinweis, rollt euch idealerweise hinterher aus, besorgt euch so eine Black Roll und fangt jetzt schon an. Es schadet einfach nicht. Wir werden auch dann mal demnächst ein kleines Programm darüber euch zeigen, damit man da so ein Gefühl dafür bekommt. Aber ansonsten, die meisten kennen das ja schon, oder? Haben sich mal bei YouTube schon ein bisschen schlau gemacht, was man da alles so machen kann. Langsam wollte ich sagen, ausrollen. Oberschenkel vorne, hinten, außen, innen. Die Wade, den Popo, den unteren Rücken. Das ist nun mal ein kleines Beispiel. Es gibt noch 2-3 Übungen, die man mehr machen kann, aber da wollen wir jetzt nicht so intensiv eingehen. Gut trinken wieder hinterher. Einen guten Liter wieder, einen kleinen Schlucken und dann ist alles wieder wunderbar. Danke dir, Chris. Gerne. Wir sind jetzt fertig und fertig für die Eistonne, um es mit Mertesacker zu sagen. Wünschen euch eine gute Zeit und bleibt stark, bleibt gesund und lasst uns alle die Daumen drücken, dass wir irgendwann wieder draußen auf dem Platz miteinander trainieren dürfen. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe. Ciao.